Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Jo, wir sind gerade eisigen Landschaften. Ja, so eisig ist es ja momentan draußen auch, zumindest bei mir. Es ist momentan richtig doll eisig, gerade heute. Oh, jo, dementsprechend auch hier. Wir haben hier so eine Art kleine Rätsel. Kann man da fällt gleich was runter, richtig? Seht ihr den Schatten da? Ja. Was bringt mir das? Ich mach da sowieso nicht rüber, oder? Hab ich den Sprung? Er schafft den Sprung. Nice. So, hier schön am Rand, damit der Eiskristall mich nicht erstickt. So. Sehr gut. Okay, yo! Da ist ein Mond, den ich gebrauchen könnte. Wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Aber ein riesiger Eiszapfen. Muss irgendwie runterfallen. Ja, kleines Thema erstmal kurz am Anfang. In den nächsten Tagen werdet ihr vermehrt nur Super Mario Odyssey Let's Plays sehen. Erstmal kein Minecraft mehr. Mal sehen, wie lange. Weil, ja, ich habe momentan sehr, sehr wenig Zeit. Berufsschule ist vorbei. Ich hätte es gerne noch in Minecraft angesprochen, aber ja, dazu komme ich erstmal nicht, da ein Part aufzunehmen. Das könnte wirklich jetzt ein bisschen dauern. Ja, das wollte ich jetzt kurz hier ansprechen. Let's Talk kam auch nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich hoffe mal, es ändert sich. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall, ich werde versuchen, Let's Talk, Super Mario Odyssey für euch weiter am Laufen zu halten. Und alles andere müssen wir mal sehen. Gut, das wollte ich jetzt mal kurz ansprechen. Damit ihr Bescheid weißt. Oh. Ah, nice. Die Eiszapfen zerstören das Eis hier. Ja, geil. Was passiert dann? Ah, das ist der. Aha. Geil. Geiles Rätsel. Wird hier runter. Und den Mond einsacken. Muss ich leider diese Goomba-Armee schon verlassen. Anscheinend. Jetzt hier geht es in eine Röhre rein. Ich weiß nicht, ob man als Goomba in eine Röhre rein kann. Ach, ist eh vorbei. Toll. Okay. Packerspielchen, so wie ein Zelda. Ha, geil. Ist da noch irgendwas Geiles? Nee, leider nicht. Leider nein. Okay, dann hier mal runter. Aber halt wie ein Zelda, so eine Fackel. Drei Monde fehlen uns noch. Wir sind hier in irgendeinen da reingegangen. Ja, und wahrscheinlich diesen Wege. Ich kann mich jetzt eher weniger jetzt noch dran erinnern, wie wir hier reingegangen sind, aber muss ja so sein. Weil den Part ist jetzt ein paar Tage her, seitdem ich den letzten Part aufgenommen habe. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Was erwartet uns hier? Ein weiteres Rätsel auf ich. Gehender Abgrund. Was ist denn das? Aha, interessant. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Nein. Das ist interessant. Und man kann hier noch rausflüchten. Das ist sehr, sehr gut. Hier nur flüchten kann. Ui. Eigentlich relativ einfach hier zu flüchten. Weil auch wenn das Ding schon hochgeht, kann man immer noch raus. Im Eis, dafür verliert man auch nicht gleich Leben. Das war eine einfache Aufgabe. Und eine sehr, sehr schnelle. Wird. Ja gut, das hier kann auch erstmal hinkriegen, aber es ist ja auch immer. So, das, die Münzen will ich doch auf jeden Fall schon haben. Wir brauchen ein anderes Outfit, merke ich gerade. Ja, das holen wir uns am besten jetzt auch noch schnell. Das ist ja immer noch das Stadt-Outfit. Passt zwar auch hier, weil es so ein bisschen wärmer aussieht, aber ich denke mal, im Shop gibt es noch was Wärmeres. Mario friert sich ja hier den Arsch ab. Wollen wir ja nicht. Erstmal hier rein. Ja. 5 Monate, dann haben wir sowieso die Welt hier abgeschlossen. So, wo gab es hier nochmal den Shop? Den gab es da hier irgendwo. Genau hier. Will ich mir mal was Wärmeres anziehen. Wo brauche ich dazu 15 Münzen? 10 oder 15?
15. Ich habe nur 12. Okay, dann tschüss. Könnte zwar schon mal ein kleines Stück kaufen, aber nee. Nee, danke. Ist ja irgendwie ganz schnelle Münzen. Nee. Gut, dann gehen wir mal. Oh? Was suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Captain Toad ist ein kühler Typ. Der ist hier irgendwo versteckt. So hin, find ihn. Schieb ihn, schieb. Captain Toad, okay. Was dann? Ah, hier waren wir eben wahrscheinlich. Auf der anderen Seite. Und da, da. Ach, wir können das erst. Wir können das nur nach der Reihe machen. Aha. Okay. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn man sich aussuchen kann, wo man hin will. Ich hatte das einen bestimmten Grund. Keine Ahnung. Ach, das ist hier dieser Schnee. Der so groß und fett ist und. Hier können natürlich auch irgendwo Münzen sein. Lila, blauen Münzen. Aber nee. Hier sehe ich erstmal keine. Hier? Ah, so ein Wirbelsturm. Ah, da sind welche. Nice. Da! Das war sehr schlecht von mir. So, Nummer. Warte. 15. So. Nicht ganz so klug gelöst, aber. Was soll's? Jetzt verlangen. Ah, Moment, das ist dann so eine Schneedecke. Ah, ich seh's. Ah, ich kann ja die Kamera kaum fett. Ah, doch. Stopp. Gut. Hier muss da auch noch irgendwas sein. Nicht ohne Grund so eine riesige Wand. Das ist wie Tetris. Fällt immer weiter runter. Hier ist nix. Nö. Pussekuchen. Ah, da muss ich darüber. Erledigt. Ich schaue mich auch gerne hier um. Hier kann ja immer irgendwas sein. Obwohl. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh nein. Was ist denn da jetzt so? Ein Mini-Bosskampf. Huhu! Die Zuckergusstorte gehört jetzt uns. Anscheinend verbindet der Chef keine positive Erinnerung mit Torten. Egal, unser Shop ist hier jedenfalls erledigt. Dieser Typ. Ah, die haben wir doch schon so oft gesehen. Die waren bisher eigentlich immer einfach. Ich hier kein Ski laufen machen, nicht so wie in Super Mario Galaxy. Und ich bin auch noch so doof. Ah, okay. Okay, gut. Muss es da irgendwo Herzen geben, hier an diesen Stein bestimmt. Will ich wenigstens das eine Herz wieder kriegen. Ah, okay. Okay, da muss ich drauf. Das ist auch wieder eins. Ach, beinahe hätte ich es verhauen, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Selbst dem auszuweichen ist einfach. Ja, von diesen Bossen würde ich mehr erwarten und sie kommen ja viel zu häufig. Ups. Kommen ja einfach viel zu häufig. Da hätte ich lieber gerne ein paar innovative Bosse. Und jetzt, ja, unser geiler Eisgegner. Das wär's doch. Oder nicht? Das ist meine Meinung. Man weiß auch nicht, woher die kommen, also ist auch keine Story dahinter. Sorry. Bitte haben wir erstmal den Mond. Geht es gleich weiter. Einen Mond brauchen wir noch, um weiterzukommen. Das kriegen wir hin. Beria lacht. Bin ich. Nur noch ein Hindernis, genau. Ja. Nein, da. Mal sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Der Wirbelsturm, das kann doch gar nicht sein. Da.
Leuchtet. Ganz. Ah. Wahrscheinlich. Nee. Ich dachte, so eine Sternteile. Oder Mondteile, wie. Wie sie hier heißen müsste, ja. Nee. Hier diese Wirbelstürme? Das hatten wir noch eben erst. Oh, es ist dasselbe Level. Jetzt dasselbe Level nochmal spiele. Oh, ich bin doch doof. Aber das war doch schon offen. Die anderen waren alle zu. So, wo? Hier, hier muss ich. Hä? Ist doch hier zu? Ach so, trotzdem kann man rein. Ich... Hier wird man weggeschleudert. Hasse diese Wolken. Wenigstens machst du mir die Gegner weg. Der kann sehr gefährlich enden. Mal wenn ich mich so billig treffen lasse. Wow. Nein. Wow. Und ich fall. Ich laufe da einfach runter. Bin ich behämmert. Wenigstens starte ich hier am Anfang des Levels. Und mein letzter Checkpoint, der ist ja schon eine Weile entfernt. Ich stelle mich hier auch ein bisschen doof an. Das muss ich zugeben. So, jetzt geht er zurück. Geht hier hin. Raus hier. Was muss ich jetzt machen? Muss der Typ das hier anpusten oder was? Ich glaube so, ja. Das heißt, ich muss ihn so locken. Ah, ja, ja. Nein, ich kann mich in so ein Ding verwandeln. Okay, gut. Alles klärchen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber man muss eigentlich damit rechnen, dass man sich in ES hier verwandeln kann. Damit muss man einfach rechnen. Aha, okay. Lass mal hier die Starries weg. Kann keiner gebrauchen. Ja, gut. Das war's schon. Ich dachte, ich muss hier jetzt ein schwierigeres Rätsel lösen. Ah, nö. Und fertig. Jetzt. Meinetwegen. Das Sturmhindernis. Noch 3 Monate, dann haben wir... Zumindest die erforderliche Anzahl, um hier weiterzukommen. Wo geht's jetzt? Oder was heißt weiterzukommen? In eine neue Welt zu kommen halt. Aber wo geht's erstmal jetzt weiter? Sehr gespannt. Wir wollen ja irgendwie die Torte auch wieder kriegen. Geile Leckert. Oh, ich hätte jetzt Bock auf eine Torte. Eine geile Marzipan-Torte mit weißer Schokolade. Ey, als ich die den Tag im Laden gesehen habe, ich habe da so eine Torte gesehen. Die ist zwar mega teuer und mega groß, aber auf solch hätte ich richtig Geschmack. Hier. Nur, ja, das ist das Problem, wenn man alleine wohnt. Erstens, die ist viel zu groß. Oder, na gut, eigentlich nicht viel zu groß wie mein Gefrierschrank, aber da ist halt momentan nicht genügend Platz drin. Und dann dauert das ewig, bis man die gegessen hat. Und die muss halt nach wenigen Tagen schon gegessen sein. Naja, ja. Und sich das nur, wenn man irgendwie feiert oder so. So, mal ein bisschen was Wärmeres hier anziehen. War hier schon eisig vor Kälte. Ja, so sieht Mario doch schon viel, viel besser aus. Das ist jetzt so schön gewappnet. Ohren frieren nicht mehr ein. Viel besser. Okay, gut. Geht mir mal hier rein. Was ist das? Wir haben da eben hier auf dem Plakat so eine Rennbahn gesehen. Nicht, dass wir... Oh doch. Wir machen jetzt nicht diese Rennbahn. Schneeflockenpiste. Doch, wir machen es. Okay, da bin ich jetzt immer sehr gespannt, wie das wird. Super Mario Galaxy gab es ja auch schon solche Art Angebote. Gab es eine Seifenpistenrennen oder irgendwie so, wie ist das?
Blasen. Warum kann es dann nicht starten? Einer der Athleten kommt nicht aus dem Warteraum. Warum dauert das so lang? Da müssen wir wohl mal nachschauen. Warum, was muss da ja sein? Das scheint hier der Warteraum zu sein. Warum komme ich da nicht raus? Ach, das ist eine Wand, die mir einfach nur nicht angezeigt wird. Ist da irgendwas? Ist doch irgendwas. Ich ist doch schon. Ah. Seid meine Neugierde. Einfach. Ich denke halt, hier muss doch immer irgendwas sein. Wie auch hier. Da will ich einfach alles hier weg haben. Hier ist bestimmt nichts. Außer diese paar Münzen. Nein, hier ist auch sonst weiter nichts. Ja, trotzdem mache ich den ganzen Schnee da weg. Was ist mit dir denn los? Bestimmt müssen wir für den noch was holen oder so. Rennen? Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten will, dann wäre ich aus dem Schneider. Wir können antreten. Hey! Toll! Geil! B springen oder schon die Controller umzuspringen. Nice! Somit können wir nun antreten. Hier gibt es ein paar Münzen, die nehme ich mit. So eine kleine Teststrecke. Können wir damit antreten. Geil! Aber wie wir damit antreten, das sehen wir erst im nächsten Part. Oh, Katzen. Katzen Mario. Nice. Und dann werden wir den Sieg holen. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und tschüss.